Das ist gerade komisch, was hier passiert. Aber das ist Ghost Recon Wildlands. Und wir gehen in die Chemiefabrik. Mit Enno, Wir haben Reaper und schon zu Nabo. viel von der Chemie geschnuppert hier. Ja, ich so oder so, ich alte Laborratte. Alter, wie ein Model liegst du da, Enno? Danke. Okay, so. Also sowas möchte ich hier gar nicht sehen. Ne? Verdammt, das war Was liegt denn der schon wieder? Ich Wir möchte ja würden noch vorne sitzen. die aus der Rolle fallen. Oh! Und die wundern sich nicht, dass einer angerauscht kommt. Nö. Ich dreh um und fahr wieder. Das haben die gar nicht gesehen. Ohne der Teddy. Aber wir könnten Also die da, wo die relativ so gut machen. rumlatschen, da wollen wir auch hin. Sind wir bereit, die alle in einem Das Weg zu sind mähen? 4 Leute. Und wir sind auch 4. Zeigt ihnen, was da. Okay. Ist tot. Die mäht man alleine weg und nicht mit 4 Mann. 4 Mann, Alter. Okay, vorrücken zu ihrer Position. Ist gut, wenn wir die Kurve laufen, denke ich. Wir müssen halt in das große Gebäude. Da vorne sitzen noch 2. Ja. Zweites Ziel da drüben. Ich kann den linken machen. Tango getötet. Okay. Ich denke mal, Calavera freut sich, wenn wir hier ein bisschen auf den Putz hauen, oder? Ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir ein bisschen mehr absprechen könnten. Da ist noch einer, genau. Da ist ein zweites Ziel. Weil wir wollen hier nicht wieder die Kacke am Dampfen haben. Nö. Drohne ab. Seh noch einen. Tango. Oh. Ich habe einen dritten Tango. Ach du Scheiße, sind das viele. Ja, Wenigstens keine Uni-Stadt. Zwischen den Hecken sind sehr viele. Zwischen welchen Hecken? Hinter 1 und 2. Wir können bis zur Bushaltestelle. Hier gibt's Munition hier links. Nummer 1 macht Yoga. Okidoki. Oh nein. Okay, die bewegen sich gerade. 1 und 2 müssen auf jeden Fall zusammen ausgeschaltet werden. Wobei, wenn 2 noch ein Stückchen bis in die Straße runtergeht, dann wird das auch kein Problem mehr. Ne, die bleiben in Sichtweite, die winken sich sogar zu. Kontakt mit Ziel! Bitte ganz schnell! Wer schießt denn bitte aus der Luft hier? Ziel Nummer 5. Weiß nicht, ist Twitch vielleicht noch mit dabei? Kann durchaus sein, also irgendjemand schießt immer auf Gegner. Die andere war doch noch da, die hat sich doch am Anfang, wo wir hier reingegangen sind, eine gute Position gesucht. Ja, ja. Das meine ich ja, das ist der Twitch. Aber wenn die. Wo ballert die denn hier? Aus 5 Kilometern Entfernung oder was? Also, wir werden eh laut sein. 3 ist übrigens eine ganze Gruppe, passt auf. Ja, die sehe ich. Ja, sehe ich auch. Mindestens. Reaper, lauf nicht so weit vor, bitte. Achso, ich dachte, ihr seid hinter mir. Ja, hinter dir, ganz, ganz weit hinter dir. Achso, ich warte hier. Ich warte hier nicht. Das, Labyrinth ist, glaube ich, auch keine gute Idee, da durchzugehen. Nee. Ich warte hier. Ja, das ist gut. Was willst du? Ich glaube, die Frau hat irgendwas aufgeschreckt. Sie ist bemerkt worden. Sie haben alle aufgeschreckt. Ah, okay, Feuer ist frei. Tango getötet. Versuche so gleich. Ach so, Sniper. Sniper oben auf dem Dach. Geht's allen gut? Noch. Nimm mir mal die anderen. Aua! Reaper ist gefallen. Okay, Moment. Enno auch. Ach, danke. Wolltest du mich verbluten lassen? Unten sind alle fertig. Hinten ist noch ein Sniper. 2 Sniper auf 2 verschiedenen Dächern. Wir müssen zur Tür vorrücken und die sprengen, deswegen wir hätten es eh nicht leise geschafft. Sehe ich nicht. 2 duckt sich auch immer wieder. Weißt du, rechts vom Gebäude. Ah, die 2 habe ich. Aber die 1 da oben nicht dran, die versteckt sich da. Enno, kannst du das mit der Sprengdrohne? Ja, hab sie schon rausgeholt. Sehr schön.
Die Tür mit den beiden X ist die hat sich, ja. Die hatte sich eh hinter dem Abluftschacht versteckt. Also wir hätten lieber uns nicht getroffen. Okay, sammeln deine Tür, würde ich vorschlagen. Ja. Konnte man einfach aufschießen, die war aus Holz. Trotzdem da sammeln. Oh, Vorsicht. Bring eine Sprengladung an. Achtung. Ja, du bist auf der, ja. Ja, okay. Genau. Links neben der Tür. Laden. Moment, ich kann eigentlich auf die andere Hinten Waffe links. Wechseln. Oh, falsche. Scharf in Position. Okay. Dann links hoch. Aua! Shit. Könnt ihr mir Deckung geben? Ja. Was denn? Ziele ausgeschalten. Danke. Okay. Granate oben. Fliegt. Nehmt das. Ouch. Uiuiuiui. Geht's dann gut? Oberste Etage. Negativ, ich bin schwer auf Feuer und bin verletzt. Direkt über uns ist einer. Geht Bravo. Schon down. Ja. Die halten manches aus. Granate fliegt. Oh fuck. Hab hier noch zwei in dem Nebenraum entdeckt. Hier ist verbarrikadiert. Okay, warte. Ich muss gerade Navo kurz retten. Danke. Ganz oben. Nicht besser sein? Gibt es hier Munition? Ja, Zwischenetage bei uns. Zwischenetage? Was ist Zwischenetage? Erste Etage, ja, wo du gehst. Okay, ich glaube, ich weiß wo. Wichtiges Ziel. Scheint der hiesige Butchon zu sein. Nein, Nehmen eigentlich nicht. Ja. Die haben sich da verbarrikadiert. Ganz da oben kommt man nicht drin. Hin. Ja, da ist aber noch einer drin. Was? War ich doch gerade schon. Ist das die Küche? Tango getötet. Nee. Ja. Also so eine Art. Da war ich schon drin. Da war nur noch ein. Hast du etwa. Was? Oh. Okay. Ich glaube, der stand hinter der Holzwand. Ich dachte, hier muss man alles töten, was da drin ist. Das dachte ich mir jetzt auch gerade, bis auf einen. Einen dürfen wir nicht töten. Das ist der Bruder von der Alten. Ich glaube, den habe ich gerade Schrot ins Gesicht gedrückt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das verzeiht sie dir nicht. Aber der sah halt aus. Glaube ich auch. Wie alle anderen Schätze. Da. Ja, bei der ist das nicht so schlimm. Bei der, dem, wie auch immer ich das Ding nennen soll. Also ich glaube, sie würde dich lebendig häuten. Glaube ich auch. Also mit Cavera sollte man sich nicht verscherzen. Hinter uns. Hä? Nicht in den Wald hineinlaufen. Geh in den Wald. Mir ist gar nicht so kalt. Kommt ein Mann, der ist alt. Wann war? Wenn du nicht mein neuestes Spielzeug schmecken willst, hör lieber auf mit diesen schlechten Reimen. Das ist ein Kultlied, ja? Ja, ja. Oh, achso, das ist die. Das ist Hitbox. Das ist unser Spuck's Mädchen. Aus. Deinen Kumpel zu brechen war nicht so schwer. Aber ich hatte meinen Spaß. Cavera. Wer zum Teufel seid ihr? Wir sind die Ghosts. Das ganze Gespräch. Wir sollen dich hier rausholen. Moment, ich fahre. Poha. Ich gehe nirgendwo hin. Diese Kornos haben meinen Bruder. Du kannst nicht allein gegen all die Sicarios kämpfen. Ah, na schön. Dann ist es wohl eine Party. Ich sage immer, wir müssten öfter ausgehen. Aber so war das nicht gemeint. Ich wollte dich nicht eine Party zu zweit. Es ist kein Ausgehen, wenn es nicht gefährlich werden kann. Ich suche mir einen Platz zum Auskundschaften und melde mich, sobald ich mehr weiß. Sie will also auskundschaften. Ich fühle mich irgendwie in meiner. Nein, ich warte auf die Alte. Wo läuft die denn hin? Will die nicht mit? Nee. Du musst ja das wollte, was sagen. Bitch wollte hab doch hier. Was ist die hier? Na komm schon, Mädel. Die Mädels sitzen hinten, VIPs.
Sturmangriff? Bei den Vieren? Da vorne stehen schon. Wo sind die Vier? Ich frag mich ja, welcher Bus hier anhält an dieser Bushaltestelle, ne? Allerdings, wenn wir einen richtigen Sturmangriff machen, Moment. Ja, da sollten wir drauf gehen. Solltest du vielleicht einfach mal ganz kurz stehen bleiben, damit wir uns schießen können? Der Wagen passt da nicht rein. Ja, ich hab's auch gemerkt, als ich davor stand. Oh Gott! Das war vielleicht zu stürmisch. Ja. Ja, stehen bleiben. Du hast ein fettes Geschütz auf dem Dach. Ja. Wir konzentrieren uns. Wann war beim nächsten Sturmangriff? Schneiden wir dir Dynamit um die Hüfte und, ja, und schmeißen dich dort rein. Ich glaube, dafür bin ich auch eher gemacht. Und jetzt nochmal die ganze Zwischensequenz. Immer diese Märtyrer. Können wir ja jetzt quasi drüber quatschen. Ja. Wobei, nee, wer nimmt von uns nochmal alles auf? Ich weiß es nicht mehr. Nur Wanwa und ich, oder? Ja. Ja gut, dann haben alle die Zwischensequenz, die aufnehmen. Also dann passt es. Dann können wir drüber quatschen. Jetzt hat doch jeder die Zwischensequenz. Nee, ich durfte vorhin nicht rein. Wir stehen dann immer vorne vor. Ja, alle anderen müssen warten. Ja, wir hören doch das Gespräch. Ja. Über Funk sonst. Wo sind wir jetzt, ne? Gott. Alter! Was? Schoss weg, oder? Über was? Die Straße gibt's ein Heli. Yep. Über die Brücke und dann dort rechts, wo der Feindheli der Uni ist. Doch, nicht deren Ernst! Was ist denn das? Das haben die mit Absicht gemacht zur Strafe. Wirklich, was ist denn das für ein Scheißspiel? Denke ich mir jetzt auch gerade. Weißt du, vorhin parken sie uns direkt nebenan und jetzt, ne? Raus aus dem Auto, sofort. Machen sie das ist die Strafe für nötig. Böse, böse Rush-Aktion. Das ist eine Nachricht der freien Rebellen. Wir sind ja auf dem Steg ganz viele Leute. Ach da. Kommt man dann angenehm zu unterwegs. Sie ein zweites Ziel. Huch, also, ja, gut. Ihr holt dann uns ab. Richtig? Richtig? Können wir gerne machen. Oh, tschüss. Ich hätte gerade fast Enno in den Rücken geschossen. Mhm. Kommt mal runter, die Amateurflieger. Ist schon doof, wenn der Pilot nicht fliegt. Ich hab Angst. Also ich finde, dafür, dass ich nicht der Pilot bin, habe ich den Vogel verdammt gut runtergebracht. Ja, stimmt schon. Nicht so wie der Pilot, der das Ding immer aufsetzen lässt, als ob da gerade kein Boden mehr da ist. Das hält doch schon aus. Ja, wer später bremst, fährt länger schnell. Na, Südosten war's dort. Yep. Selbst in einem Glashaus sitzt, sollte dort nicht mit Steinen. Okay, das spricht ja nicht anders. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht pinkeln. Was? Sollte nicht was? Pinkeln. Pinkel. Pinkel, pissen, wie auch immer du es nennen willst. Pipi. Verniedlichung. Bisschen, eigentlich jetzt nur noch nach Osten der Straße. Ich glaub, Reebok muss mal dringend auf Klo. Osten. Die Schlange streckt schon das Köpfchen raus. Wir müssen ein bisschen nach links. Ja. Osten, wie gesagt. Jetzt ein bisschen Nordosten. Genau da. Jetzt ein anderer da reingehen und mit das der Quatsch. Das ist unser Mädchen.
Nur willst du oder soll ich? Spuck's aus. Wann war mal schon? Wann? Deinen also. Kumpel zu brechen, war nicht so schwer. Kennst dich doch, den alten Charmeur. Aber Charmeur. Ich hatte meinen Spaß. Also, mit der muss ich aber nicht charmeurig reden. Wer zum Teufel seid ihr? Wir sind die Ghosts. Wir sollen dich hier rausholen. Poha. Ich gehe nirgendwo hin. Diese Kornos haben meinen Bruder. Du kannst nicht allein gegen all die Sicarios kämpfen. Ah, na schön. Dann ist es wohl eine Party. Ich sage immer, wir müssten öfter ausgehen. Aber so war das nicht gemeint. Ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Es ist kein Ausgehen, wenn es nicht gefährlich werden kann. Ich suche mir einen Platz zum Auskundschaften und melde mich, sobald ich mehr weiß. Ein Drecksack weniger. Folgt ihr uns? Ja. Ich hoffe es. Wer will an, an das Geschütz gehen? Also ich fahre. Und da kommen sie. Von wegen. Oh. Der Sniper auf dem Dach. Der Sniper noch da. Das ist der andere. Das ist der zweite, den wir noch hatten. Setze Drohne ein. Beide noch da. Nehmen die erst die zwei. Mist, die hat sich in Deckung gegeben. Bei der 3 sind 3 Leute. Moment, ich sehe die 3 gerade nicht. Da. Da liegt jemand, ja. Moment, ich werde aber auch gerade stark beschossen. Gib dir Deckungsfeuer. Das hat aber gedauert. Ich kann mich teleportieren. Oh nee, schon wieder einer. Aber ich weiß nicht. Oh Gott, mir geht's aber auch nicht gut. Drohne ist oben. Das kann ja nicht so weit sein. Andere Straßenseite. Andere Straßenseite. Hier irgendwo. Hier oben. Gott verdammt. Danke. Vorsicht! Erledigt. Stehen auch immer unter dem Schuss. Verdammt! Nein, die 4 nervt da hinten rum. So. Oh. Von der anderen Seite des Gebäudes kommen auch noch. Oh, da kommt jede Menge. Ja. Einsatz für die Sprengdrohne. Deckung. Auf dem Dach die 1. Wenn er das Köpfchen rausstrecken würde. Wann war hier an der Hecke, brauche ich dich? Was ist denn die Hecke? Vom Labyrinth. Andere Schatzseite. Wie übernehmen wir den Sniper auf dem Dach? Das geschafft? Welche Hecke? Habe ich das gerade richtig im Totenreich gehört? Ja, hier sind eine ganze Menge Hecken. Sniper oben auf dem Dach kriege ich wieder mal nicht. Ja, da versteckt sich. Aber meine Drohne will irgendwie gerade nicht zünden. What the fuck? Okay. Hinterm Haus haben wir noch einen. Oh, zwei. Scheiße. Oh. Wann war Leech hier vorne? Da auf dem Dach ist erledigt. Reaper, kannst du? Ja, ich bin bei ihm. Sind draußen noch? Ja, da ist noch bei der Hecke. Hör auf, Jüngchen. Zwischen den Tischen und so weiter, genau. Kommt gleich noch einer. Wenn man schießen will und man hört das Nachladen des Granatenwerfers, sollte man glaube ich nicht abtun. Links von uns war noch was? Hinterm Gebäude sind 2 Personen. Mehr haben wir erstmal nicht. Wann war jetzt gut?
kann gerade nicht. Ich mach gerade irgendwas, sie kennt mich. Ja, die 1 vielleicht. Nicht mehr. Die ist weg. Blind durch die Hecke. Beim nächsten Mal mussten wir wieder neues Zeug geben, damit ich sie nicht zurückholen kann. Ja, ja. Und von jetzt an bitte immer nur rechts oder links an die Wände der Tür und schießen. Achtung, Gegner direkt rechts. Links auch einer. Granate kommt. 2. Ja, die 4, 5. Die versuchen uns zum Runden. Oh, ja. Wanda liegt schon wieder? Warum liegt Wanda immer? Echt? Ich bin noch vorm Gebäude, seid ihr schon reingegangen? Ich kann gerade nicht helfen. Warte, ich versuch Deckung. Shit. Komm her! Alter, drückt die mich da volle Möhre in das scheiß Gebäude rein! Nee, die war noch mindestens 1,5 Meter hinter dir. Nein, für mich nicht. Check mein Tape. Ich glaub das wohl, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Reaper halt dafür so ins Haus reingeht. Das sah halt nein, so aus, aber... Nein, ich wollte rüber auf die andere Seite, so hätte ich Wanda wiederbeleben können und er hätte euch dann wiederbeleben können. Das sah mega weird aus unseren Blickrichtungen. Ey, drückt die mich doch voll in das Haus rein. Ich denke mir so, Alter, was will ich denn hier drin? Ich will hier nicht rein, ich will da rüber. Hat die auch nur einen Schuss abgegeben eigentlich? Ja, sie hat gerade einen Gegner erschossen, während ich da keine Ahnung 30 erschossen habe, die da rausgelaufen kam. Wow. Gucken wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Ja, ich hoffe. Ich will nicht nochmal den Heli. Koordinierter. Ja. So koordiniert es, als geht. So spät wie möglich die scheiß Tür öffnen. Und wir sind schon wieder an diesem Essbocken. Was ist denn das für ein Rotzspiel? Vor allen Dingen, warum spawnen wir hier? Ich kapiere es echt nicht. Weil hier, glaube ich, die Mission angefangen hat. Oh nee, Unidad. Der ist Geschichte. Das ist so. 50er P, 50er Magazin bei der 94 regelt. Sorry, Kumpel. Hüpf einmal dein Auto. Raus. Was? Also, oh. Bist du in den Weißen? Nö. Gut. Noch ein Unidad-Fahrzeug. Also ganz ehrlich, mittlerweile bin ich. Aua, doch. Wow, Mann. Sind wir trainiert in diesem Auftrag? Wir fahren mal eben schnell da runter. Ja. Können die anderen bei uns respawnen dann? Du meinst, die werden mit dem Krankenwagen zu uns gebracht. Ja. War ich noch richtig, ja, ne? Ja, ich weiß es nicht. Oh, es ist ein Konvoi. Das ist einfach anhört. Diese Karre hat irgendwie so ab dem 5. Gang hat sie nur noch eine Schallplatte. Ja, das ist Familienkarre, ne? Das ist ja nicht so ein wirklich gutes Ding. Ja, nicht unbedingt. Ich glaube, euer Navi ist auch nicht das Beste. Ich weiß nicht. Haben wir ein Navi? Ja, das Navi sagt mir ja auch nichts. Ich wusste nicht, dass ich was sagen muss. Ja, ich hab kein Navi, hallo? Ich dachte, du kennst den Weg. Ja, woher denn? Geradeaus eigentlich. Hä?
Ja, ihr hättet eigentlich schon bei einer Brücke mal links abbiegen müssen. Ja, was ist denn das? Wieso fährst du denn rückwärts bei mir? Okay, das ist komisch. So. Störung des Raumzeitkontinuums. Richtig? Ja. Okay. Du gibst die Richtung an? Ach, ist aber nur noch geradeaus. Okay. Kommt keine Kreuzung mehr. Ja, ist wirklich nur noch geradeaus. Du siehst ja die Leute. Scheiße. Ich frage jetzt nicht, warum Twitch an Seite hat. Ich hab sie vielleicht geschubst. Spuck's aus. Deinen Kumpel zu brechen war nicht so schwer. Aber ich hatte meinen Spaß. Kavera. Wer zum Teufel seid ihr? Wir sind die Ghosts. Wir sollen dich hier rausholen. Boah. Ich gehe nirgendwo hin. Diese Kornos haben meinen Bruder. Du kannst nicht allein gegen all die Sicarios kämpfen. Ah, na schön. Dann ist es wohl eine Party. Ich sage immer, wir müssten öfter ausgehen. Aber so war das so, nicht gemeint. Jetzt aber, ich wollte ja? dich nicht in Gefahr bringen. Es ist kein Ausgehen, wenn es nicht gefährlich werden kann. Ich suche mir einen Platz ganz zum Auskundschaften und melde mich, sobald ich mehr weiß. Oh Gott. Alle fertig für langsam und gesittet? Ja, die Einsatzleitung hat mir neue Ausrüstung geschickt. Ich glaube, ich habe die perfekte Maske für Vanva. Okay. Ich sag, wenn ich nichts vergesse, zeige ich dir euch nach dem Einsatz hier. Contato! Contato! Ich muss trotzdem nochmal sagen, warum ist hier eine Bushaltestelle? Vielleicht fährt hier ein Busler. Da habe ich meine Zweifel dran. Na, die Dunkelheit ist gut für uns. Ah, wir dürfen aber nicht so losstürmen. Nee, wir müssen halt erst außen aufräumen und dann. Ja, die Tür wird erst geöffnet, wenn ich das sage. Wir kennen eine kleine Gruppe Feinde. Soll ich mich schon um die Snare oben kümmern? Die sind weg. Starte Drohne. Negativ Nummer 1. Ich sehe tatsächlich keinen auf dem Dach. Auch nicht. Was? Sind die schlafen gegangen? Nee. Hoffentlich. Also, die sind. Weil Nacht ist wahrscheinlich. Die haben Kugeln gefressen. Sehe noch ein Ziel. Kann nicht sein, ich sehe keine Leichen. Er ist tot. Ja, die eine ist runtergefallen. Jetzt sind's drei. Also ich sehe auch nichts. Doch, wir haben einen auf dem Dach. Das ist halt Ziel. Anderes Dach. Anderes Dach, ach Mann. Ich bin unterwegs mit der Drohne. Ja, ist weg. Sehr gut. Alter, die drei will ich sterben. Steht ihr in einem Busch? Also massiver Betonbusch, so wie man sie kennt. So wahrscheinlich. Vorsicht, rechts vom Gebäude. Ach, komm. Scheiß Dreck. Noch mehr? Irgendwie ist meine Drohne gar nicht so gut mit dem Erkennen. Mhm. Zielerfassung ist irgendwie gerade sehr spät erst. Außen alles sauber? Ja, warte, wo ist der da hinten? Im Nachbargebäude, jetzt, aber das ist unwichtig. Wir machen die Tür da hinten jetzt aus der Entfernung auf und lassen das rauskommen. Negativ. Negativ. Wenn wir uns dann so Typen geben, können die von drin sofort auf uns schießen.
Wenn wir uns rechts und links neben die Tür stellen, dann also aus der Entfernung. Ja, wir machen das Kreuzfeuer, aber nicht auf dich. Die. Schießt denn hier auf mich? Ist das euer Auto? Also ich fahre nicht. Also wie nun? Aus der Entfernung oder sollen sich zwei links und rechts an der Tür geben? Nein, aus der Entfernung rechts und links von der Tür positionieren. So zum Beispiel da, wo ich jetzt gerade stehe. Ich stehe hier auf dem Parkplatz und kann auf die Tür ziehen. Und wenn ich die Tür jetzt weg wäre, warte auf Weisung des Overwatch. Ich bin das ist so eine Idee. Wir gehen dicht dran und schießen dann auf. Funktionieren noch auf. Ja, das ist eine gute Idee. Banwa hält sich aber zurück, damit er wiederbeleben kann. Also Reaper und Enno stehen vorne an der Tür. Banwa, du gehst die Treppen wieder runter. Sehr gut. Der Sani muss in Sicherheit sein. Okay, bin bereit. Dito. Okay. Schießt ihr die Tür auf. Okay, go. Tango getroffen. Haben wir noch einer auf der Treppe? Licht gleich. Der kommt raus. Noch einer auf der Treppe immer noch. Oh, Junge. Moment, ich flieg mit der Drohne rein. Links auf der Treppe sitzt noch einer, Vorsicht. Ja, rechts ist auch noch einer. Meiner. Endlich. Tot. Also direkt am Eingang. Aua, von hinten. Oh mein Gott, was? Hier ist nichts von hinten. Truppenmann, das merke ich. Siehst du wieder? Doch, ohne in der Hicke. Mann. In der Hicke war einer auf dem Bauplatz hinter uns. Also rechts. Oh mein Gott, ich sehe hier nichts. Wir hätten doch erst außen alles sauber machen sollen. So eine Scheiße. Du hast gesagt, es wäre sauber, deswegen. Nein, hab ich nicht. Ich hab auch keinen mehr gesehen, außer im Nachbargebäude. Ja, und das war wahrscheinlich das Nachbargebäude. Okay. Okay, so viel dazu, wir sind jetzt wohl erstmal sicher. Kommt zur Verstärkung. Banwa und ich versuchen so ein bisschen draußen aufzupassen. Ich höre schon wieder hier draußen ein. Okay. Granate rein. Ich hab ein paar drin markiert gehabt, habt ihr die schon erledigt? Die sind tot. Ja, alle. Ich lass mal nach ganz hinten eine Granate fallen. Granate fliegt! Nehmt das, ihr Säcke! Okay, ich sehe draußen keinen mehr mit der Drohne. Hat alles erledigt. Moment, ich guck nochmal mit der Drohne kurz. Feindliches Fahrzeug? Ja. Okay, haltet das auf, wenn ihr könnt. Ich nehme die Sprengdrohne. Spot Muni. Hier unten, direkt neben der Treppe, ist Munitionsberg. Das ist Klavo Kamera. Oh! Spaß hier draußen. Was machen denn die für einen Schaden? Du darfst doch nicht mehr vor der Kiste stehen bleiben. Oh, eine Blendgranate. Ich musste gerade leider schießen. Richtiges Ziel. Also der erste Raum war eben sauber. Geh dann zu mir. Ja. Rein. Eben. Okay. Alle zusammen. Links. Da kam gerade einer von oben. Ah, Gott, ich blute! Vorsicht! Ja, ich komm hinterher. Sind wir alle auf derselben Seite? Reaper? Reaper ist auf der anderen. Negativ, ich bin auf der anderen. Vorsicht, wenn du dort reingehst, da stand gerade einer. Okay. Ab jetzt feuern auf Sicht. Das würde ich vermeiden, weil hier der Chemiker ist. Ja, genau. Ja, halt Türen aufschießen, nur rechts oben oder links unten. Mist, oder was auch immer. Hier kommen wir nicht weiter, oder? Nee, wir müssen da unten weiter. Hier ist eine verschlossene Tür. Zwei sogar. Einmal nur aufmunitionieren, bevor wir die Türen machen. Seitlich anschießen, nicht dass du jemanden dahinter triffst. Also, ich bin bereit für Dauerfeuer, mach auf die Luke. Okay, da steht einer. Achtung! Ich weiß nicht, fertig. Der ist ich verletzt. Ich muss kurz zurück. Hier ist einer. Aua!
Oh shit. Wäre schön, wenn der Sunny nicht gerade vorstürmen würde. Hier ist der Typ, ja. Au. Hinten links, hinter der Säule. Ja, lass mich. Ja, ich. Da muss auch Wissenschaftler nicht vor die Flinte rennt. Moment, ich mach die Drohne. Weiß, aber trotzdem. Ja, ich seh ihn dann. Ich bin hier eingedrückt worden, oh mein Gott. Ey, ich schau, ob's von hinten einen Eingang gibt. Links ja. Ist noch eine Tür. Rechts ist direkt der Typ, ne? Aber Vorsicht, bitte nicht auf den. Ich sehe gerade keinen. Kackt. Vamos, mir nach. Tun Sie mir nichts. Yeah. Oh Gott, nicht töten. Bitte nicht töten. Ich weiß nichts, ehrlich. Ich bin nur ein Helfer, wirklich. Ein Helfer von wem? Marcus Jensen. Er ist der Boss, okay? Er hält alles am Laufen. Wo finde ich ihn? Er soll eigentlich später am Hexenmarkt sein, aber ich weiß nicht wann. Rufen Sie ihn an. Arrangieren Sie ein Treffen. Es ist wichtig. Dann lassen Sie mich gehen. Hängt davon ab, wie überzeugend Sie sind. Hey, ich bin's. Hör mal, ich muss dir unbedingt was zeigen. Nein, das geht nicht am Telefon. Ja, es ist wichtig. Okay. Er sagt, ich soll ihn am Hexenmarkt treffen. Nur falls Sie ihn nochmal anrufen wollten. Ich direkt ein mit der Keule. Bowman, hier Nomad. Der Kartellbutschon in Libertad ist ein Amerikaner namens Marcus Jensen. Okay, ich ist es überhaupt nicht das für Sie? Machen Sie schnell, wir sind ihm auf den Fersen. Mm-mm. Anscheinend nicht. Wir machen hier andere Sachen, auch nicht schlecht. Das ist beides im selben Haus. Das hier gibt es noch eine Treppe nach oben. Gehst du hier durch Wände? Negativ. Hintergrundinfos über den hiesigen Bass. Interessant. Unten gibt es noch eine verschlossene Tür. Ich weiß nicht, ob wir da noch rein wollen. Ja, hier längs ist doch auch noch eine. Ich denke mal, wir müssten nach oben, oder? Ich sag's nur. Hier links? Ja. Jetzt wollen wir erst das. Gut, das Treppenhaus ist auch dicht. Bereit bei der Tür? In ja. Position. Wollen wir? Ja. Kontakt. Alter, wenn die Alte nicht vor meinem Gesicht ist. Ja. Hinter dem einen Tresen saß noch einer. Links, den habe ich erledigt. Nee, noch links. Ja, der. Lade nach. Okay. Ganz sauber. Ja. Raum ist sicher. Das hier wird was. Das wird jetzt spaßig. Okay. Wo seid ihr hin? Warte. Bis raus und links, hier ist noch eine verschlossene Tür. Okay. An der Treppe. Okay. Bereit? Ja. Ein Kontakt. Vorsicht, Treppen noch links nicht. Und rechts. Links ist. Bücherregale. So, das ist doch die obere Safe. Etage. Noch nicht ganz obere. Ja. Warte mal, hier ist noch eine Treppe. Ah, das sind die Treppe. Ja, da kommst du zu uns auf die Ebene, oder? Ja. Nicht ganz. Da oben ist nochmal Munition und verschlossene Türen. Aber dann ist da was hinter. Stoßen wir durch beide gleichzeitig oder wollen wir hier auf meiner Seite hinten oben mal eine dritte Tür? Eine Tür zur Zeit, denke ich. Von hinten? Ja. Da steht schon einer hinter, der erwartet uns. Ja, den sehe ich. Zwei sogar. Ich sehe durch die Lücke drei. Ja, insgesamt. Ich wollte gerade sagen, Moment, warte mal. Von meiner Position aus kann ich alle drei auf einmal erwischen, wenn ich durchziehe. Der eine ist tot. Soll ich es auch versuchen? Oh, der guckt mich an. Der lebt doch noch. Ich weiß nicht, wo Cavera ist. Also den einen könnte ich mit dem Kopfschuss erledigen. Ja, ich komme so nicht direkt an den Kopf dran. Ansonsten, wenn ihr bereit seid. Ja. Ja, ich bin bereit.
Okay, dann 2, 1. Abschuss bestätigt. Links ist noch einer gewesen. Vorsicht, links noch einer. Ja, links direkt diese in der Tür. Diese Tür hier kann man... Vorsicht. Achtung, diese Tür hier kann man eintreten. Keine Holztür. Alle Raum gesichert. Raum ist safe, ja. Ja. Okay. Oh, okay, hier ist ein Orden. Oh. Direkt stimmt. Beim Lehrerpult. Die Tür kann man auch eintreten. Wir haben zwei Türen, die man eintreten kann. Wo ist der Orden? Hier ganz hinten. Bei zum Eintreten. Ach, ja, dann denke ich mal, dass dahinter derjenige ist. Ja. Oder Gegner, wenn es zwei Türen gibt. Nee, die andere Tür zum Eintreten ist genau auf der entgegengesetzten Seite. Ach so. Ja. Dann im Flur. Aber wir machen die jetzt erst. Bereit? Mhm. Bereit. Ja. Den Groß so gesichtet. Hier ist nur der Typ drin. Obrigado, Schwester. Dein Make-up ist toll. Still. Gehen wir. Der sieht die Schwester nicht, aber... Ich hab auch keine Ahnung. Sie hat wohl die fortschrittlichere Ding. Nimmt einer ihn an die Hand? Wir sehen uns am Treffpunkt. Verstanden. Er ist bei mir. Fertig. Okay. Oh Gott, ist noch Santa Blanca. Was ist mit der Tür hier? Keine Ahnung. Sollen wir versuchen, gucken, was dahinter ist? Ich gehe mal zur Seite. Ja. Komm her, Alter. Okay. Bereit? Ja. Ja. Okay. Zweites Ziel da drüben. Ja, geht's nach draußen. Ist da irgendwas, womit wir verschwinden könnten? Negativ, das ist das normale Dach. Nope. Wieder zurück. Okay, schade. Hier geht's aber auch runter. Ich bin noch am Leben. Ende? Ich bin nur etwas tief gefallen. Da habe ich die Stufe nicht gesehen. Shit. Zu tief zum Springen. Wieder ins Haus. Wir müssen zurück. Hier oben sind wir auch zu offen für Feuer. Ja. Das uns nur. Aber Das ist los. Bowman hat auch gesagt, dass das Santa Blanca Kartell unterwegs sei. Also das, ab jetzt wieder vorsichtig. Ich hab mich gerade zu Tode erschreckt. Ja, ich halbwegs. Vorsicht an der Tür. Da ist nichts. Nicht mehr. Da waren die was. Granate fliegt. Hier vorne kann man runterspringen. Auf was schießt ihr da? Ich weiß nicht, was du für Drogen nimmst. Wann war aber nimm weniger. Ich frage mich auch. Da ist nix. Wenn wir hier... Ich weiß nicht, kann der Typ springen? Was meint ihr? Oh, nein. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ich hab, weiß, Labor, oh Gott. Vorsicht. Wann war hier die Treppe runter? Ach da. Gott verdammt. Danke. Ach da, im Labor. Hab ich doch gesagt, im Labor. Hab ich nicht verstanden. Na gut, mit den ganzen Blut in der Lunge. Mit den ganzen Blut in der Lunge lässt sich schlecht sprechen, stimmt schon. Das tut immer noch weh. Okay, ja, dann bist du wieder. Jetzt fertig. Okay. Na, aber ich hol dich. Das ist erledigt. Labor ist gesichert. Okay. Das Foyer kommt jetzt. Ne, noch nicht. Das war auf der Zwischenebene. Wo ist der Type? Da ist der Type. So. Das Labor hier scheint. Ich glaube, ich habe jetzt beide hinter mir her, Rollerin. Im Keller ist übrigens auch noch ein Raum, den wir noch nicht haben. Da kommt einer. Ja. Ist direkt rechts von der Tür hier. Sollen wir das auch noch anschauen? Ja. Würde ich vorschlagen, ja. 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 Den einen von der Tür habe ich. Bereit? Mhm. Ja. Bin bereit. Da ist noch eine andere Tür rechts. Links ist auch noch was. Links Gegner. Hä? Was? Hast du die aufgeschossen? Sag mal, was ist denn hier los gerade wieder? Ich bin genauso verwirrt wie du, Wanda. Ich glaube, wir sollten... Hier ist noch eine Tür zum Durchbrechen. Und hier auch. Ja, da drüben steht hinter der Tür steht ein Gegner.
Hinter der Vielleicht Doppeltür. Geht's nach draußen da. Welche Doppeltür? Links oder rechts? Die, wo Karte. Du vorstehst. Okay. Ja. Bewegt sich gerade jemand von euch? Zuerst? Erst die hier. Weißt okay. du? Was ist, wann war? Bewegt sich gerade jemand von euch? Ja. Ja, wir bewegen uns alle. Okay. Wie wartet ihr noch? Vielleicht sind im Foyer noch einige. Huch! Wir sollten das Foyer oben erstmal wieder sichern, oder? Wo sind eigentlich unsere zwei Pappnasen hin? Ach, wann war ich hier rum? Was? Warum hat das so lange gedauert? Und unsere Pappnase Nummer 2, der Bruder von... Gut. Was? Komm mal mit, du... Hä? Du hast dir eine Pappnase hier oben vergessen, Reaper. Also ich habe eigentlich beide im Follow, aber ist egal. Wann war, okay. steht ihr doof rum und guckt in die Wäsche. Das Rumstehen kann ich bestätigen. Halbwegs, aber... Das hier ist eine Ausgangstür gewesen. Ich glaube, das andere auch. Gut. Wann war, wo stehst du? Also bei mir gucke ich auf die... Also je nachdem, wo ich hingucke. Gucke ich entweder auf die Tür oder ich stehe im Raum. Oh ja, direkt gegenüber. Ich werde fahren. Oh, von hinten. Okay. Steig ins Auto, dann kann man ein bisschen fahren. Kurz. Ja, wenn ich es schaffe. Komm, rein, rein, rein. Oh! Achtung, da kommt ein Feind ins Fahrzeug. Oh mein Gott, dieser Typ ist hier. Rüber? Hast du das auf Bild gehabt? Ich hab grad keine Ahnung. Oder war das wieder mein Visier, was hier rumspinnt? So, den ich haben wir drin. Jetzt fehlt nur noch. Okay, Entschuldigung. Okay. Rüber, was ich meinte, ich dachte. Rüber, ich dachte, das eine Auto, was hier gerade angerast kam, da stand einer auf der Motorhaube drauf. Bei voller Fahrt. Ich wollte mich jetzt nicht umbringen. Weil ich nicht fahren konnte. Es tut mir sehr groß leid. Okay, ich höre Beschuss, aber ich sehe nicht. Oh! Irgendwo. Auto brennt raus. Oh, das Auto brennt. Rechts von, wenn wir raus von rechts. Mist. Oh, ich werde beschossen. Aua! Sollten wir nicht fahren? Nee, Cavera muss noch ins Auto. Ja. Danke. Ich glaube, Cavera folgt mir, oder? Ich weiß es nicht, aber sie sollte langsam mal in das Auto hier steigen. Weil alle Plätze voll sind. Kann auch sein, ja. Ne, Cavera, die sitzt doch vorne neben dir. Was? Vor mir sitzt keiner. Bei mir sitzt die vorne auf dem Beifahrersitz. Okay. Also ich glaube, bei den Spielen sollte man nicht länger als 2 Stunden zusammenspielen, dann... Ja. Das hatte ich, glaube ich, mal irgendwo gehört. Zu lange Sessions verursachen Synchronisationsprobleme. Ich glaube, ein Ubisoft-Spiel sollte man nicht länger als 15 Minuten für die eigene Gesundheit spielen. Also ich habe jetzt Dingo so. Der Typ steigt jetzt in mein Auto ein. Ja, und vorne rechts auf dem Beifahrersitz sitzt die andere. Aber nicht bei mir. Bei mir auch nicht. Bei mir ist Cavera immer noch im Auto, hier im Haus drin. Ach, das hatten wir doch auch mit den mal kurz nach. Das hatten wir doch auch mit diesen Versorgungstransporten. Ja. Für mich und Bamba waren die doch damals da oder nicht da und für euch war es anders. Hey, hey, hey. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Professionalität bewahren kann. Gar nicht. Nicht bei leicht verbacktem Spiel. Okay. Also vorne rechts sitzt diese Frau, hinten links sitzt auch Twitch und hinten rechts sitzt der Typ. Was macht Twitch denn hier drin? Twitch sitzt da nicht drin. Naro liegt irgendwo im Foyer im Gebäude. Moment, ja, ich fliege Wollt hin. Wollt ihr zwei eben, dann bringe ich den Gozo schon mal hier weg. Folgt mir bitte. Foyer vom Gebäude, Moment. Also müssen wir hoch. Warte mal, ich schau mal wieder um mit der Sicht. Das kann ja überall sein hier.
Ah, wo kannst du uns ein Zeichen geben? Ah, da. Ah, okay. Wolltest du mich verbluten lassen? Gut. Das Auto ist weg. Ja, weil die unterwegs sind. Ja, ich bin jetzt abgefahren, weil Dengoso bei mir drin sitzt und der Wagen hat. Bin getroffen. Endo? Warte, ich sehe hier draußen den Heli. Ja, den sehe ich auch. Allerdings. Okay, wollen wir? Ja. Versuche in Deckung zu bleiben. Mist. Hier ist nicht viel Deckung. Zick, zack, zick, zack. Starte schon. Vielleicht wiederholt die Alte den Satz schon wieder, beziehungsweise er. Markiere Gegner, steht da mit Einheimischen. Caralho, was ist bloß los mit dir? Warum hast du dich in so eine Lage gebracht? Du hättest sterben können. Ich bin mit Rot deine Haut zu retten. Wo war die Bonne? Warum? Ziel verloren, du hast ja wohl den Arsch offen. Was? Ich glaube, Cavera ist zu weit von allen entfernt gewesen. Ja. Spielneustart. Ja, bin ich für und ich bin für eine Abmoderation. Wer hat dir die Anmoderation gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß es gerade auch nicht mehr, ist schon eine Stunde her. Bestimmt waren wir. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann, tschüss. Und tschüss. Ciao.